Diagnose Diabetes, der Podcast über Diabetes mit den Antworten auf deine Fragen mit Silvia Hahn. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Diagnose Diabetes, was jetzt? Ja, heute darf ich in einer Arztpraxis zu Besuch sein. Ja, wir werden heute von einem Hausarzt Infos bekommen zum Thema Diabetes. Ja, und in so einer Praxis passiert natürlich sehr viel auch zum Thema Diabetes und ich bin echt schon neugierig und gespannt natürlich auf das heutige Gespräch mit Herrn Dr. Träger. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und ich möchte Sie, Herrn Dr. Träger, herzlichst in meinem Podcast Diagnose Diabetes begrüßen. Herzlich willkommen, freue mich, dass Sie da sind. Ja, Herr Dr. Träger, Sie sind Facharzt für Allgemeinmedizin und praktizieren schon seit vielen, vielen Jahren jetzt hier in Engen. Ja, Ihre Hausarztpraxis in Engen ist eine Gemeinschaftspraxis zusammen mit Herrn Dr. Kirn. Ich glaube, da bin ich richtig. Gell? Ich glaube, Sie ist ja. Sogar als inzwischen eine Kinderärztin dabei, ne? Kinder- und Jugendärztin? Nur in Kooperation in Loser, die nutzt hier einfach die Räumlichkeiten, dann eigentlich ihre Praxis in Rottweil, aber der Wohnsitz hier und dass er die Gelegenheit hat, hier auch gelegentlich mal Kinder anzugucken. Ah ja, sehr schön, wunderbar. Ja, gemeinsam bieten Sie hier ein breites Spektrum an allgemeinmedizinischen und internistischen Methoden von der Untersuchung bis zur Therapie an. Ja, das ist natürlich ein besonderer Vorteil für die Patienten. Und auch Vorsorgeuntersuchungen gehören natürlich dazu. Ja, durch die Vorsorgeuntersuchungen können natürlich Erkrankungen recht gut frühzeitig erkannt werden und direkt behandelt werden. Ja, dann die Patienten haben hier natürlich mit Ihnen eine qualitätsorientierte hausärztliche Grundversorgung. Und dadurch, dass ich hier in Engen wohne, ist natürlich sehr, sehr vorteilhaft. Ja, und Sie haben mir verraten, dass Sie in jungen Jahren schon mit dem Thema Diabetes schon in Kontakt gekommen sind und da natürlich schon das ein oder andere Erlebnis schon damit hatten. Und das wirft mir natürlich unseren Hörern und Hörerinnen gleich mal ein bisschen was darüber erzählen. Sie haben natürlich auch mit den unterschiedlichsten Erkrankungen hier sowieso zu tun in der Praxis und Diabetes gehört natürlich mit dazu. Ja, und als junger Arzt haben Sie zu dieser Erkrankung schon miterlebt, wurde Ihre Sichtweise natürlich auf diese Erkrankung geprägt, was Sie mir verraten haben. Möchten Sie uns da vielleicht ein bisschen was dazu schon erzählen? Diabetes ist eigentlich eine super spannende Erkrankung in vielerlei Hinsicht. Und wenn man reinguckt, auch medizingeschichtlich ist natürlich eine spannende Erkrankung, die ja schon, ohne zu wissen, was da genau abläuft, in der Antike bekannt war und beschrieben ist oder auch in indischen Schriften ganz früh schon beschrieben ist. Und ich bin noch, bevor ich mit der Medizin näher beleckt war, mit dem Thema mal in Kontakt gekommen und habe einen super spannenden Film gesehen, wo ich durch Zufall mitgenommen wurde. Da ging es um die Synthese von Insulinen und wie das gelungen ist, dass eben auch gentechnisch Insuline herzustellen, was eine bahnbrechende Bedeutung war, weil bis dato ja Insulin mühsam aus Rinder- bzw. Schweinepankreas hergestellt werden musste. Aber grundsätzlich auch schon im Studium fand ich es eine sehr beeindruckende Erkrankung, vor allen Dingen eben die Folgen dieser Erkrankung, die eben verschiedensten Organsysteme betreffen kann. Und das, was mir damals so eindrücklich war, es war gar nicht auf einer internistischen Abteilung, sondern auf einer chirurgischen Abteilung, waren die Folgen der Durchblutungsstörungen, die auf dem Boden einer langjährigen Zuckererkrankung entstanden waren und letztendlich dazu geführt haben, dass also, um es ganz böse zu sagen, in Salamitaktik Schritt für Schritt ein ganzes Bein verloren gegangen ist. Mhm. Und da fragt man sich natürlich dann auch als junger Arzt, wie muss das so weit kommen, wie kann man das verhindern? Ja. Wenn jetzt aber doch, die Folgeerkrankungen sind ja erheblich, also so viel ich weiß, sind ja also eben die verschiedensten Organe, so wie Sie es jetzt auch beschrieben haben, nachher können betroffen sein, müssen nicht, aber können betroffen sein. Ich habe immer so ein bisschen die
den Eindruck, dass die Betroffenen da sich gar nicht so viel Gedanken machen darüber, was eigentlich nachher im Laufe der Zeit schleichend kommen kann. Und erst wenn natürlich die Folgeerkrankung da ist, erst dann, ich sage es mal, aufwachen. Ja, das ist ein Riesenproblem, weil die Zuckererkrankung in dem eigentlichen Sinne sozusagen nicht wehtut und häufig das so auch in der Vergangenheit auch von uns Ärzten so ein bisschen herabgetan wurde, so, naja, das bisschen Alterszucker, aber das trifft es natürlich nicht wirklich. Die Prävalenz, also die Häufigkeit des Auftretens der Zuckererkrankung hat ja über die letzten Jahrzehnte laufend zugenommen. Und ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, aber ich glaube, gegenüber den 50er Jahren haben wir, meine ich, mehr als eine Verdoppelung der Diabetikerzahlen, was damit zusammenhängt, dass zum einen die Menschen älter werden, aber auch damit zusammenhängt, dass unser Lebensstil sich sehr gewandelt hat und Bewegungsmangel und Übergewicht als wichtige auslösende Faktoren natürlich immens zugenommen haben. Und damit werden die Diabetiker gegenüber früher jünger. Die Erkrankung tritt früher auf. Die Begrifflichkeit Alterszucker trifft es nicht. Ja. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Formen des Diabetes und ich denke mal so für die Praxis das, und auch für den Podcast das Interessante ist eher der Typ 2 Diabetes. Ja, genau. Und der macht ja etwa 90-95% aller Zuckererkrankungen aus. Und die Zuckererkrankten, das sieht man auch in der Praxis, die werden immer jünger. Und das ist unserem Lebensstil geschuldet. Und umgekehrt leben wir aber immer länger. Das heißt, die Laufzeit des Lebens mit Zuckererkrankung wird länger. Und damit sieht man immer mehr Folgeerkrankungen auch. Und das ist das Desaster. Und deswegen muss man da auch früh und konsequent dran. Sie haben vorher jetzt auch gesagt, es tut nicht weh. Genau das, also das stelle ich auch immer fest. Ich meine, die Erkrankung tut nicht weh, aber wie wird denn die Zuckererkrankung festgestellt? Kommen die Leute denn oder die Patienten und haben Symptome und sagen, okay, ich muss jetzt eben viel auf Toilette oder ich habe so einen extremen Durst oder ist das eher ein Zufallsbefund dann in der Praxis? Also diese, wie Sie es gerade sehr schön genannt haben, Symptome mit dem häufigen Durst und mehr Wasser lassen müssen oder Juckreiz oder Infektanfälligkeit, das sieht man eigentlich eher selten. Sondern es sind doch eher Befunde, die erhoben werden im Rahmen von Routine-Vorsorgeuntersuchungen. Wir machen eigentlich regelmäßig auch außerhalb von jetzt geplanten Check-ups, wenn aus irgendeinem kühlen Grunde mal Blut abgenommen werden muss, auch immer eine Kontrolle der Blutglucose mit. Und dabei, bei solchen Gelegenheitszuckermessungen, fällt das dann doch ganz gerne mal auf. Ja, jetzt auch, wenn eben nachher das aufgefallen ist, wie wird denn weiterhin mit dem Patienten verfahren? Es wird ihm erklärt, werden denn eben Blutzuckermessungen mit ihm regelmäßig gemacht oder wenn jetzt eben auch der Blutzucker festgestellt wird, wie geht es dann eben weiter für den Patienten? Also es ist ja meistens so eine Schocknachricht, ne? Wir verfallen meistens in so eine Schockstarre und die müssen ja dann irgendwie abgeholt werden. Ja, also zur Sicherung der Diagnose gehören also der Nachweis mehrerer erhöhter nüchtern Blutzucker oder mehrerer deutlich erhöhter postprandialer Blutzuckerwerte, beziehungsweise dann auch ergänzend dazu, das kann man sich einen Trick zunutze machen und den sogenannten HbA1c-Wert, eine Art Langzeitzuckerwert, sage ich immer, dazu messen, macht sich so das Prinzip zunutze, dass Zucker und der rote Blutfarbstoff aus den roten Blutkörperchen eine sehr innige Beziehung zueinander haben und eingehen und wenn sie mal zusammen sind, nicht mehr auseinandergehen. Und man weiß, dass beim Zuckergesunden maximal so 6% des roten Blutfarbstoffes mit Zuckermolekülen beladen sind. Und wenn das mehr ist, dann kann man sicher sagen, da war in der Vergangenheit doch öfters der Zucker über längere Zeiträume zu hoch gewesen. Und nachdem rote Blutkörperchen so 3 Monate leben, kann man so etwa 3 Monate in die Vergangenheit gucken und schauen,
was ist da gewesen? Gut, um die Frage genauer zu beantworten, wie holt man den Patienten ab? Ich denke, das kann man nicht auf einen Rutsch und an einem Termin machen. Man muss sich öfters unterhalten. Man muss einfach sagen, ein Verständnis dafür erwecken, was passiert hier eigentlich, warum ist das so und wie kann es jetzt weitergehen und warum ist es wichtig, da überhaupt sich damit zu beschäftigen, aber ohne Angst zu erzeugen, denn ich denke, der Patient, der gut informiert ist und gut mitmachen kann, hat eben auch eine realistische Chance, das Problem zu lösen und von diesen Folgeerkrankungen doch verschont zu bleiben. Mhm. Wird denn aber auch mit dem Patienten die Ursache erforscht? Also jetzt, gerade jetzt auch, klar, wir sprechen von Typ-2-Diabetikern jetzt im Moment, aber eben wird dann eben auch geschaut, eben Typ 1, Typ 2, wo liegt das ganze Problem, hat wie die Bauchspeicheldrüse noch arbeitet oder ja, wirklich die Ursache denn eben dementsprechend eher Bauchspeicheldrüse, Leber, wo kann man was machen? Gut, man kann das natürlich, die Unterscheidung Typ 1, Typ 2 Diabetes kann man natürlich labortechnisch herausarbeiten, aber es ergibt sich eigentlich schon aus in 90% der Fälle aus der Anamnese heraus und aus der Gesamtkonstellation, wie ein Patient sich da präsentiert. Die Typ-1-Diabetiker, wenn die manifest werden, die werden häufig doch dramatischer manifest. Die rutschen da relativ schnell hinein in auch eine gravierende Stoffwechselentgleisung, weil das Typische am Typ-1-Diabetes ja der vollständige Untergang des insulinproduzierenden Gewebes ist. Und die haben einen absoluten Insulinmangel. Das sind häufig sogar relativ dramatische Verläufe, während die Typ-2-Diabetiker, die schleichen da eher, die schlittern also eher schleichend hinein und sind eben so Zufallsbefunde mit moderat erhöhten Zuckerwerten. Und da bedarf es eigentlich keiner weitergehenden Diagnostik, die jetzt beweist, ob da noch eine eigene Insulinproduktion da ist oder nicht. Das ist eher von akademischem Interesse, also ja, nicht erforderlich. Okay. Eine Frage hätte ich jetzt noch. Und zwar, Sie haben mir verraten auch noch eine Aussage, und zwar der typische Typ-2-Diabetiker hat sein Schicksal selber in der Hand und kann durch seine Arbeit, in Anführungsstrichen, mehr erreichen als jedes Medikament. Fand ich eine super spannende Aussage. Ich habe jetzt gerade auch einen Diabetiker in meiner Betreuung und ja, wir haben im September mit einem Langzeitblutzuckerwert von 10,5 angefangen und er hat mir jetzt gerade vor 2 Tagen geschrieben, jetzt ist er bei 6,4. Also wir haben jetzt von 10,5 bis 7,7 Ende Januar und jetzt eben bei 6,4. Und ich habe mich gerade selber so mitgefreut. Und da kann man dann schon auch sehen, dass man tatsächlich, wenn jemand mitarbeitet, wenn er was tut, tatsächlich doch einiges hier erreichen kann. Ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist einfach der, der Zuckerwert ist so das eine, aber das ist ein Wert und es geht nicht darum, nur einen Zuckerwert schön zu machen. Das ist ein Surrogatparameter, den kann man mit Medikamenten runterprügeln und das ist alles ganz toll. Die Frage ist immer, wie verbessert sich die Prognose des Patienten dadurch? Und das sind eben leider 2 unterschiedliche paar Dinge und das wird in der Medizin ganz gerne mal vergessen. Man starrt auf irgendeinen Laborwert und in der Hoffnung, wenn der gut ist, dann muss ja alles gut sein, aber das ist leider nicht so. Und so ist es beim Diabetes eben auch so. Es ist ein sehr, sehr komplexes Geschehen. Es ist eben nicht nur der Zucker hoch, sondern es ist eine komplexe Stoffwechselstörung. Und die nimmt eben oder hat eben viele Väter. Das eine ist klar, daran kann man nichts ändern, das, was uns genetisch in die Wiege gelegt ist. Und das andere ist eben unser Lebensstil, der letztendlich dazu führt, wann und ob diese Erkrankung überhaupt zum Tragen kommt, zum Ausbruch kommt. Und das ist das, wo der Betroffene selber eben
dran arbeiten kann. Und das ist das Beispiel, was Sie gerade genannt haben, mit einer entsprechenden Lebensstilmodifikation, mit einer vernünftigen Ernährung und einem konsequenten Bewegungsprogramm ist es möglich, tatsächlich einen manifesten Diabetes wieder vollständig zum Verschwinden zu bringen. Mhm. Und das ist natürlich ein Riesenergebnis, nicht nur für Patienten, sondern auch für den Arzt, der freut sich auch. Ich habe dich auch mitgefreut. Ja, wunderbar. Sehr schön. Also wie gesagt, wahnsinnig viel wichtige, wertvolle Informationen. Ich möchte mich hier bei Ihnen bedanken, dass Sie sich jetzt heute hier die Zeit genommen haben und uns hier so viele Informationen auch zu der Erkrankung auch gegeben haben. Schön, dass Sie da waren. Herzlichen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich auf deine positive Bewertung. Du hast Fragen rund um das Thema Diabetes? Dann schreib mir gerne eine Nachricht. Meine Mailadresse lautet diabetes@silvia-hahn.de. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt Diagnose Diabetes – Was jetzt?